Heute Nachmittag wird es einen kleinen Exkurs geben. Unter der Überschrift Sexualität ganz natürlich will ich dieser Frage mal nachgehen. Ihr werdet gleich merken, warum. Üblicherweise haben wir den Eindruck, dass Sexualität etwas völlig Normales ist, selbstverständlich ist, dazugehört. Vielleicht glauben wir ja noch, dass wir selbst das Produkt aus einer sexuellen Vereinigung unserer Eltern sind oder dass wir wenigstens über diesen geschlechtlichen Akt in dieses Dasein eingetreten sind. Wenn wir uns umgucken, merken wir links und rechts überall, dass Sexualität in unserer Gesellschaft präsent ist. Man kann geradezu sagen, dass unsere Gesellschaft sexualisiert ist. Fast keine Werbung, die nicht darauf irgendwie rekurriert. Und wenn wir so zurückdenken, merken wir oder erinnern wir uns, dass irgendwann in unserem Leben auch sexuelle Empfindungen aufgetaucht sind, Bedürfnisse, Sehnsüchte, Hoffnungen. Und vermutlich haben wir auch eine ganze Menge von Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht, so oder so. Und daraus schließt unser Geist, ne? Gehört dazu, ist völlig normal. Jetzt kommt es aber. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck unserer eigenen Blindheit und unserer eigenen existenziellen Kurzsichtigkeit. Deshalb ist es hilfreich, immer mal wieder den Buddha zu befragen, was er denn aus seiner Überschau, aus seinem Überblick zu diesen Dingen sagt. Und es ist vermutlich nicht verwunderlich, wenn er zu einem ganz anderen Ergebnis kommt. Er sagt nämlich im Kern, dass Sexualität und unser jetziger Zustand, in dem wir uns persönlich oder gesellschaftlich empfinden und befinden, nicht das Ergebnis einer langen Evolution ist, sondern genau im Gegenteil das Ergebnis einer langen Devolution. Heißt auf Deutsch, Sexualität ist nicht ein Produkt der evolutionären Entwicklung, sondern Sexualität ist ein Ausdruck von Entfremdung, von Abweg, ja, von Irrweg. Und das muss man natürlich begründen, weil das ja an die Grundsubstanz unseres Weltbildes irgendwo geht. Der Hintergrund ist, dass der Buddha erkannt hat, dass das, was wir leben, dass das, was wir Welt nennen, sich in großen zyklischen Entwicklungen abspielt. Und zwar in Pendelschlägen von Weltentwicklung und Ausbreitung und Differenzierung und im Gegenschlag, dem Pendelschlag in die andere Richtung, wo sich Welt wieder zusammenfügt, einheitlich wird so und Differenzierung aufhebt. Und es gibt verschiedene Lehrreden, wo er diese Zyklen beschreibt und diese einzelnen Schritten des Niederganges sozusagen seine Aufmerksamkeit widmet. Und ich fange einmal an zu beschreiben, wie, oder in den Worten des Buddha zu beschreiben, wie der Beginn eines solchen Weltzyklus aussah. Nach Ablauf langer Zeiträume kommt irgendwann einmal die Zeit, in der diese Welt vergeht. Das ist das Ende des vorangegangenen Zyklus. Wenn das geschieht, dann werden die Wesen größtenteils zu Strahlenwesen. In dieser Existenzform leben sie geistförmig. Ihre Nahrung ist Freude. Sie strahlen in eigenem Lichte, bewegen sich in der Luft, wohnen in Glanz und Herrlichkeit und ihr Leben hat eine sehr lange Dauer. Klingt sehr mythisch. Aber genau das sind die Worte, mit denen der Buddha den Anfang des jetzigen Entwicklungsprozesses beschreibt. Da ist von Wesen die Rede. Also da war nicht der Urknall, wo nichts war, sozusagen von Leben, sondern Leben ist immer. Aber das Leben damals, die Wesen damals, hatten eine ganz andere Beschaffenheit und Eigenheit, als wir sie heute haben. Von ihnen wird nämlich gesagt, dass sie Strahlenwesen waren. Das heißt, Wesen, die in ihrem Kern aus Licht bestanden und nicht aus dieser groben materiellen
Befindlichkeit und Stofflichkeit, wie wir das haben. Und es wird gesagt, dass sie aus innerer Freude und innerer Helligkeit lebten. Und sie haben ihre Lust, ihre Freude nicht da draußen irgendwo in der Welt gesucht, sondern sie hatten das bei sich, in sich. Sie waren sozusagen komplett autark, vollkommen und mussten nicht Ergänzung in der Welt holen. Auf Sexualität bezogen heißt das, dass diese Wesen an Sexualität überhaupt nicht interessiert waren. Sie kannten das gar nicht. Das war in ihrem Erleben gar kein Phänomen, das tauchte nicht auf. Und deshalb hatten sie keine Zuneigung dazu. Ja, sie waren nicht einmal fähig dazu. Das war im wahrsten Sinne, das war das außerhalb ihrer Erlebensmöglichkeit. Aber wie das so ist, Leben heißt ja nie, es bleibt so, sondern Leben heißt immer, es bleibt nicht so, es verändert sich. Und in diesem Falle, es verändert sich zum Negativen. Also in sogenannten goldenen Zeiten des Anfangs dieser Weltperiode beginnt jetzt langsam der Niedergang. Die Wesen verlieren innerlich ihr Strahlen, ihre Autarkie. Sie werden wieder gröber. Längst vergangene, noch subtile Formen des Interesses an Welt, an Außen, an dem Anderen tauchen wieder auf. Sie bekommen langsam auch wieder einen groben materiellen Körper und irgendwann, ihr ahnt, in welche Richtung das geht, kommen sie wieder dahin, wo wir heute stehen. Also diese Vergröberung zeigt zunächst den Effekt, dass aus dem, was früher nur Wesen waren, einheitliche Wesen, auf einmal die Polarität von Mann und Frau entsteht. Und so heißt es hier an der einen Stelle, es gibt weder Frau noch Mann, das war der Anfang, ja. Die Wesen kennt man nur als Wesen. Und jetzt kommen wir zu dieser Stelle, wo diese Einheit der belebten Wesen sich polarisiert und es kommt jetzt Geschlechtlichkeit wieder ins Spiel. Der Buddha formuliert es so, und es entwickelten sich die Geschlechtsmerkmale der Frau und die des Mannes. Und die Frau betrachtete zu lange den Mann und der Mann die Frau. Infolge davon erwachte Leidenschaft, ein starkes Verlangen entstand in ihrem Körper und getrieben von diesem Fieber der Leidenschaft gaben sie sich dem Liebesgenuss hin. Nochmal zurück. Diese brahmischen Wesen, so werden die Wesen am Anfang dieses Zyklus genannt, leben aus innerer Fülle, aber sie haben noch subtil aus ihrer alten Vergangenheit auch noch sexuelle Neigungen, die auf einmal wieder aufsteigen. So wie auch in uns vielleicht längst vergangene Impulse, Wünsche, die wir früher mal hatten, irgendwann sich doch mal wieder melden. Und so ist es auch bei diesen brahmischen Wesen. Irgendwann meldet sich wieder das Interesse an dem Außen, an dem Anderen, an den anderen Wesen. Und da wird was ganz Entscheidendes gesagt. Das heißt hier, der Mann guckt nur auf die Frau und die Frau guckt auf den Mann. Ja? Das hört sich so ganz harmlos an. Ja, lass sie doch gucken, was ist denn dabei? Ja? Aber hinter diesem Gucken steht der Beginn eines, ich würde fast sagen, dramatischen psychologischen Prozesses, der sich da einleitet. Denn es geht nicht nur zu gucken, ah ja, da ist jemand, ach guck mal, das wird eine Frau sein, sondern Interesse besteht. Ja, ach, was ist denn das? Ach, das sieht aber interessant aus. Und dann zurück der Bezug auf einem selbst. Ach, das wäre was für dich. Das wäre schön, wenn du da mal zugreifen könntest oder wenigstens mal ein Gespräch führen könntest oder was auch immer. In diesem Text ist es in drei Sätzen zusammengefasst, Leidenschaft entsteht. Aber ihr seht, wie Leidenschaft entsteht, durch geistige Akte. Leidenschaft ist nicht einfach da mit den Genen, sondern durch geistige Akte der positiven Bewertung. Das ist schön, das ist interessant, das möchte ich haben, das brauche ich, das muss ich besitzen, das muss ich genießen. Und je öfter in dieser Weise der Mann auf die Frau guckt,
Und die Frau auf den Mann entsteht genau in dieser Art und Weise der innere Bezug des Mannes zur Frau und der Frau zum Mann. Also die Wertigkeit, die Bedürftigkeit wächst genau in dem Maße, wie ich etwas oder eine Person positiv bewerte. Und dann ist relativ klar hier, was passiert. Es bleibt nicht nur bei dem Betrachten, sondern irgendwann wächst dieses Bedürfnis so an, dass man auch jetzt mal guckt, so wie kriege ich das wieder weg. Wenn kein Bedürfnis sagt, nur hier bin ich, sondern jedes Bedürfnis sagt, ich will eigentlich nicht da sein. Gucke mal, dass ich wieder verschwinde. Und so kommt es, dass in dieser Frühzeit der Wesen, die jetzt nicht mehr brahmisch sind, es zu diesen zwischenmenschlichen Kontakten oder zu diesen intersexuellen Kontakten kommt. Es kommt wieder ein Aber. Das, was früher völlig undenkbar war, was jetzt langsam wieder Eintritt hat in menschliches Erleben, wird zunächst mal von den anderen gar nicht gebilligt. Ja? Zitat nochmal. Wenn aber welche von den Wesen dort zur damaligen Zeit der Paarung Pflegende gesehen haben, so haben manches sie mit Erde beworfen, manches sie mit Asche beworfen, manches sie mit Mist beworfen. Pfui, der Hundlinge, wie kann man ein Wesen oder wie kann nur ein Wesen mit einem anderen sich so betragen? Was sagt uns das? Das heißt, in der Frühzeit der Entwicklung, die hier geschildert worden ist, war sexueller Kontakt, der irgendwann mal wieder auftaucht aus den genannten Gründen, durchaus etwas, was auf Missbilligung stieß. Die Leute sagen, perplex, ja, was ist denn da los? Wie kann man nur? Was macht ihr denn? Ja? Also was heute so selbstverständlich ist, hat damals nicht nur Staunen erregt, sondern eher auch Ablehnung. Nee, das dürft ihr nicht. Ihr sinkt ja unter euer Niveau, unter dieses alte brahmische Niveau. Das heißt, es wurde missbilligt. Und es wurde sozusagen auch physisch zum Ausdruck gebracht. Ja, man hat die Leute beworfen und hat sie auch beschimpft. Wie man sich das konkret vorstellen soll, ist wurscht. Ich zeige hier nur sozusagen die Prozesse, die da ablaufen. Damals galt der Liebesgenuss noch als etwas Unrechtes, während er heute als berechtigt anerkannt ist. Die Wesen, die sich damals dem Liebesgenuss hingaben, dürften einen oder zwei Monate lang nicht das Dorf oder die Stadt betreten. Weil aber nun damals jene Wesen bei ihrem anstoßerregenden Tun zu sehr für sich besorgt sein mussten, verfielen sie darauf, Häuser zu bauen, um die Unschicklichkeit zu verbergen. So, das ist ein typisches Verhalten. Wenn man irgendwo sich fehlentwickelt hat und getadelt wird, da denkt man nicht, hoppla, jetzt musst du deine Fehler wieder korrigieren, du musst wieder zu dem besseren Zustand zurück, sondern man bleibt dabei und guckt halt, dass man es heimlich tut. Ja, man kann alles machen, man darf nur nicht sich erwischen lassen. Und hier wird gesagt, die Leute haben sich sozusagen versteckt. Und es ist ja auch heute so, dass Sexualität sich nicht unmittelbar auf dem Marktplatz abspielt, sondern in der Regel noch irgendwo, nicht? Also wo das Publikum relativ gering ist. Das ist somit ein Aspekt, dass man nicht möchte, dass das sozusagen publik wird, dass das vor aller Augen geschieht. Das ist der Hintergrund. Also die Abwärtsentwicklung, die sich da andeutet, wird nicht gestoppt, sondern man entschließt sich, man macht es halt heimlich, es darf keiner mitkriegen. Und jetzt sind wir bei heute, ich mache mal einen großen Sprung, weil ich ja ein ganzes Weltzeitalter nicht nachzeichnen kann. Heute sind wir an dem Punkt, wo man sagt, ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das waren ja meine Eingangsworte, dass heute sich keiner mehr Gedanken macht, wenn Vater und Mutter das machen, was sie wollen, oder wenn zwei junge Verliebte das machen, was sie wollen. Ah ja, das ist halt so. Während aus der großen Perspektive des Buddha er das als eine reine Degenerationserscheinung beschreibt. Sicher zu unserer Verwunderung. Aber warum Degeneration?
Aus dem schlichten, einfachen Grunde, weil die frühere Reinheit der Wesen, die völlige Unabhängigkeit der Wesen, sozusagen die Tatsache, dass sie nur aus innerem Wohl heraus lebten, verloren gegangen ist. Und jetzt die Wesen darauf angewiesen sind, den Mangel, der in ihnen entstanden ist, von außen her zu kompensieren. Oder mit Außendingen, in dem Falle mit Personen, zu kompensieren. Da will ich nur ein Wort dazu sagen, dass wir das richtig eintüten. Wenn wir etwas Angenehmes, Sinnliches erleben, dann ist der spontane Eindruck, wir haben was Positives dazugekriegt. Ja? Wir hatten ein Niveau X und da kam was Schönes dazu, also haben wir ein Niveau X plus. Wir empfinden einen sinnlichen Genuss als einen Zugewinn. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, denn sinnlicher Genuss ist nur da möglich, wo vorher schon ein Mangel war. Wenn in mir alles ist, wenn ich alles in mir habe, habe ich null Interesse an dem, was draußen passiert. Ich brauche von da nichts. Wenn ich aber Mangel in mir habe, dann brauche ich vom draußen, von der Welt, als Kompensation genau das, was diesen Mangel ausgleicht. Das heißt, wenn ich in dieser langen Entwicklung mich zum Mann hin bewegt habe, vereinseitigt habe, Mann zu sein, dann brauche ich, um wieder vollkommen zu sein, um wieder meine Ruhe zu finden, das Pendant in der Frau. Nur dann ist, wenn ihr so wollt, die Einheit, die vorher immer bestand, wiederhergestellt. Aber im Kern sehr komplizierter Weg, weil man immer in der Welt etwas braucht, was hier fehlt. Manchmal kriegt man es, aber oft kriegt man es eben nicht. Und das ist das Dumme dabei. Und deshalb wird hier gesagt, wie kann man sich denn nur so verhalten? Wie kann man denn den Reichtum, den man besitzt, aufgeben, arm werden, in einen, nennt es ruhig, Bettlerstatus hineingeraten, um dann da draußen zu suchen, um Dinge zu suchen, um die Löcher, die man selbst bei sich angerichtet hat, wieder zu stopfen. Das ist der große Zusammenhang dieser Entwicklung, dass die innere Fülle verloren geht, die Einheit der Wesen verloren geht und deshalb man gucken muss, wo kommt Ersatz aus dem Außen. Aber das ist nicht das Ende. Natürlich ist das nicht das Ende. Warum? Weil Bedürftigkeit, auch sexuelle Bedürftigkeit, nicht einen bestimmten Level immer hält. Sagen wir 10% meiner Bedürftigkeit oder 50, wie auch immer. Sondern Bedürftigkeit wächst. In dem Maße, wie man sich damit identifiziert, etwas Aufmerksamkeit schenkt, seine geistige Kraft in eine Richtung bewegt, den Geist auf etwas ansetzt, umso mehr entsteht Bedürftigkeit in diese Richtung. Also in unserem Satz vorhin, wenn der Mann die Frau zu lange anguckt, dann kann er nicht mehr anders als hingehen und sagen, wie wäre es mit uns. Ja? Und das ist alles noch so lange akzeptabel, solange sich das ohne Gewalt vollzieht. Ja, aber das ist ja gerade das Tückische bei Bedürfnissen, dass sie mit der Befriedigung und mit der Bestätigung, geistigen Bestätigung, ja, ich will immer mehr zunehmen. Und schon hast du die nächste Gefahr, dass der nächstfolgende Schritt ist, ich werde rücksichtslos. Meine Bedürfnisse sind irgendwann so stark, dass ich sie befriedigen muss, koste es, was es wolle. Und schon sind wir bei dem Punkt, der schon 2-3 Mal angesprochen worden ist. Es geht jetzt in eine Dimension hinein, wo moralische Maßstäbe auch noch verloren gehen. Also nicht nur die innere Reinheit geht verloren, sondern auch die moralischen Grenzen werden überschritten. Meine sexuelle Bedürftigkeit kann so stark werden, dass ich eine Frau vergewaltige, dass ich Kinder missbrauche, dass ich jemanden verführe, dass ich Gewalt anwende, um meine Wünsche zu befriedigen. Und da seht ihr, wo das hinführt. Ja? Aus dem ganz schlichten, da guckt ein Mann eine Frau an, hört sich völlig harmlos an. Aber wenn dieser Prozess weitergedacht und weiter verfolgt wird, kommen wir in diese Situation, die wir heute erleben, dass auf Teufel komm raus Sexualität sozusagen erfüllt wird oder sich Erfüllung sucht.
Und das wäre die Beschreibung, die der Erwachte in einer Lehrrede gibt, bis zum heutigen Stand. Und wo wir heute stehen, das wissen wir alle. Aber es gibt eine andere Betrachtung von ihm, wo er gleichsam noch einen Blick in die Zukunft wirft und sagt, Leute, ach, das, was ihr jetzt erlebt, das ist noch lange nicht der Endzustand. Wenn es mal ins Strudeln kommt, wenn eine Abwärtsentwicklung da ist, dann geht die bis sozusagen ans Tal der Tränen, um dann wieder diesen Pendel in die andere Richtung zu haben, wo aus einer Negativentwicklung langsam auch wieder eine Aufwärtsentwicklung geht, bis zurück zu dem brahmischen Zustand, den ich vorhin genannt habe. Das schildert er ziemlich drastisch und sagt, die Sitten der Menschen verrohen immer mehr, damit auch ihr Gesundheitszustand immer mehr, damit nimmt ihre Lebenskraft auch immer mehr ab und irgendwann gibt es nur noch Menschen, die lediglich 10 Jahre alt werden. Und von denen sagt er, bei den 10 Jahre dauernden Menschen werden nicht mehr solche Begriffe gelten wie Mutter und Tante, wie Vater oder Base oder Schwägerin, wie Gattin des Lehrers oder Frau des Vorgesetzten. Durcheinander wird das Volk sich mischen wie Ziegen und Schafe, Hühner und Schweine, Hunde und Schakale. Das ist die Perspektive, ja, eine geradezu Entmenschlichung, wenn dieser Zyklus nicht irgendwie von Individuen verlassen oder abgebrochen wird. Sexualität ungebremst, ungeregelt, führt auf Dauer dazu, dass der Mensch immer mehr zu einem triebhaften Wesen wird und eher sich verhält wie ein Tier, denn ein erwachsener Mensch mit Verstand. So, mal ein Zwischenfazit dazu. Wenn man das Ganze jetzt mal überblickt, kann man ein doppeltes Fazit ziehen. Einmal, wenn wir Leben betrachten, mit Sexualität möglich, aber Leben ist auch ohne Sexualität möglich. Einfach, dass wir sehen, da gibt es die Alternative. Es gibt nicht nur eine Variante von Existenz. Und das Zweite ist, dass es die Möglichkeit gibt zu sehr groben sexuellen Begegnungsformen und eher feineren, subtileren Formen. Und dazu will ich auch ein bisschen noch etwas sagen, damit man nicht nur den menschlichen Maßstab zugrunde legt, sondern durchaus sich auch vorstellen kann, es gibt Formen von sexueller Begegnung, die etwas sehr Feines, sehr Edles haben. Und so wie ich eben die Abwärtsentwicklung, die mögliche Abwärtsentwicklung beschrieben habe, so sagt der Buddha ja auch immer wieder, man kann sich als Mensch auch in übermenschliche Lebensform entwickeln. Nicht? Also wer beispielsweise die Silas einhält, wer in diesem menschlichen Leben schon ein edler, feiner Mensch ist, der wird nachtodlich, also in einer künftigen Existenz, die Christen sagen im Himmel, wird der auch entsprechend feineres, edleres und beglückenderes erfahren. Das gilt auch für Sexualität. Da will ich einfach nur 4 Beispiele nennen von Wesen, die noch relativ menschennah sind, also schon Devas heißen, Gottheiten heißen, aber noch sehr menschenähnlich sind. Und da gibt es eine Gruppe, die der Buddha die gezügelten Götter nennt. Gezügelt deshalb, weil sie nicht mehr nur von dem Außen leben, sondern schon sehr viel auch aus innerem Wohl heraus und deshalb ihren sinnlichen Drängen nicht blind nachgeben, ziehen sich immer mal zurück und setzen sich Grenzen. Und da heißt es, ja, bei denen gibt es auch noch Begegnung von Mann und Frau. Da ist noch Polarität, da ist noch Sexualität. Aber das beschränkt sich darauf, man höre und staune, dass sie sich nur noch umarmen. Ja, das genügt sozusagen, nur den Partner umarmen. So, und dann geht es weiter. Die nächste Kategorie sind die sogenannten Tusita-Götter, die Stillzufriedenen. Und da hört man schon im Namen, die ruhen schon fast völlig in sich. Die haben das innere Wohl schon so weit, dass sie nach draußen, nach Partner überhaupt nicht mehr so gucken und interessiert sind. Und trotzdem gibt es da noch Liebesbeziehungen. Und der höchste Akt der Begegnung von Mann und Frau ist da, dass sie sich die Hände halten.
Ja? Nur Berührung der Hände. Jetzt sind wir fast zu Ende. Ja, es gibt noch zwei, die da genannt werden, die Schaffensfreudigen. Könnte man viel dazu sagen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Ich beschränke mich auf den einzigen und wesentlichen Punkt in unserem Zusammenhang. Da gibt es auch Sexualität, aber die heftigste Begegnung, die es da gibt, na, sie lächeln sich an. Sie lächeln nur einander. Und die letzten, ja, die sind schon fast wieder in dem brahmischen Bereich, von dem ich vorher gesprochen habe. Die letzten schauen sich nur in die Augen. So nach dem Motto. So, ja, stellt es euch so vor. Jetzt denkt mal, och, wie langweilig. Ja, das kommt vielleicht so auf. Ist das alles? Da gucke ich mir lieber einen Film an, so ungefähr, ja. Nee, das sollten wir nicht denken. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ihr müsst immer denken, je höher diese Entwicklungen sind, die der Buddha beschreibt, umso mehr Erfüllung ist da. Nicht weniger. Es ist mehr Erfüllung, mehr Zufriedenheit, mehr Befriedigung als in den heftigen Auseinandersetzungen, in denen der Mensch sich gewöhnlich befindet. Da seht ihr, das wird immer feiner. Da ist Polarität noch da, Begegnung noch da, aber das schlichtet sich immer mehr und es wird vor allen Dingen eins deutlich, die körperliche Begegnung tritt immer mehr zurück zugunsten der seelischen Begegnung. Und das ist ja die höchste Möglichkeit, wie sich Seelen sozusagen einander begegnen können, wenn sie sich in die Augen schauen. Die Volksweisheit sagt ja, das Auge ist, wie sagt man denn? Das Auge ist das Fenster der Seele, glaube ich. So sagt man ja. Das Auge ist der Spiegel oder das Fenster der Seele. Das heißt, wenn ich jemand tief in die Augen gucke, dann habe ich den intensivsten Kontakt. Und das ist diese Form von Sexualität, die hier im Vordergrund steht, nicht die Begegnung auf der seelischen Ebene. Und nochmal, das wird von allen sehr viel befriedigender empfunden als so, ja, komm. Jetzt geht's rund, so ungefähr. Also weniger ist hier mehr. Einen letzten Aspekt möchte ich noch mal ansprechen, der heute Morgen schon mal kurz angeklungen ist. Das ist die Frage von, ja, wie geht's denn weiter mit den Generationen? Wir haben ja gesagt, es herrscht die Auffassung, ohne Sex keine Kinder. Da habe ich eine Sache schon mal kurz erwähnt. Ich will das noch mal in der gesamten Länge vorlesen, den Text, dass wir ihn nochmal rekapitulieren, womit einfach gesagt ist, oder ich sage das jetzt schon mal vorab, dass auch hier mehrere Möglichkeiten bestehen, wie Wesen in ihr Dasein treten. So, die erste Variante, die uns bekannt ist, die Empfängnis eines Embryos im Schoß findet statt, wenn drei Dinge zusammenkommen. Wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet, aber die Mutter nicht ihre fruchtbaren Tage hat und das Wesen, das wiedergeboren werden soll, nicht anwesend ist, in diesem Falle gibt es keine Empfängnis. Ist klar. Wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet und die Mutter ihre fruchtbaren Tage hat, aber das Wesen, das wiedergeboren werden soll, nicht anwesend ist. In diesem Falle findet ebenfalls keine Empfängnis statt. Aber wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet und die Mutter ihre fruchtbaren Tage hat und das Wesen, das wiedergeboren werden soll, anwesend ist, in diesem Falle findet eine Empfängnis durch das Zusammenkommen dieser drei statt. Das war der Status heute Morgen, vielleicht mit der Variante, dass im Westen nicht so sehr drauf geguckt wird, dass da ja ein Wesen ist, das schon existiert. Ja? Aber immerhin ist hier noch die Bedingung genannt, Mann und Frau müssen zusammenkommen, damit dieser Entwicklungsprozess, dieser Einladungsprozess an das jenseitige Wesen stattfinden kann. Und wieder sind wir an dem Punkt, ja, und natürlich, da hat es der Erwachte doch beschrieben, dass es so sein muss. Wie ist es denn nun bei all den anderen Wesen? Ja, wie läuft denn das bei denen, wenn da dieser Kontakt nicht mehr zustande kommt, wenn die sich nur in die Augen gucken, so ungefähr, ja?
Aber auch hier gibt der Buddha eine Antwort. Er sagt nämlich, es gibt viererlei Schoße, so nennt er es. Der Schoß des Eis existiert, der Schoß des Leibes existiert, der Schoß der Gärung und der Schoß der Erscheinung. So, klingt kryptisch, aber da ist zumindest einmal angedeutet, dass es nicht nur diese eine Variante gibt, wie Leben neu erscheinen kann, sondern dass es vier Varianten gibt. Und wenn man näher hinguckt, ist uns das eine oder andere auch schon vertraut. Wir gucken nur nicht hin. Nummer eins, das Ei. Nicht jeder kommt aus einem Mutterschoß, sondern viele Wesen kommen aus einem Ei. Die Vögel, die Insekten, was haben wir noch? Die Fische, ja, was haben wir noch? Reptilien. Ja. Also schon im tierischen Bereich sehen wir, dass diese Geburt sozusagen auch über einen anderen Weg stattfinden kann. Dann wird noch gesagt, durch Gärung oder Feuchtigkeit. Das klingt sehr geheimnisvoll. Aber wenn wir gucken, wie sich Bakterien zum Beispiel vermehren, durch Zellteilung, ja, ist es auf eine ganz andere Art und Weise, vermehren sich Wesen, ohne dass es zu irgendeiner sexuellen Vereinigung kommt. Und das Allerwichtigste ist das Letzte, wenn der Buddha von dem Schoß der Erscheinung spricht. Schoß der Erscheinung meint, dass Wesen spontan erscheinen, dass sie ohne sozusagen Zeugungsakt erscheinen, ohne sexuelle Begegnung von Mann und Frau, sondern einfach zack aus sich heraus präsent sind. Und was uns vielleicht überrascht, nur die Menschen und nur die Tiere haben diese primitive Art und Weise ins Dasein zu treten, dass irgendwelche Eltern Sex miteinander haben müssen. Die allermeisten Wesen, sowohl die untermenschlichen als auch die übermenschlichen Wesen, treten spontan ins Leben. So etwa, also wenn man einen billigen Vergleich mal haben will, so etwa wie wir in unseren Träumen, einfach plötzlich sind wir da. Ja, zack, tauchen wir auf in einer Umwelt, die auch auftaucht. Das heißt, im Rahmen eines stattfindenden Bewusstwerdungsprozesses, eines Erscheinungsprozesses sind Wesen da. Auch hier das Fazit, und damit bin ich erstmal am Ende, das Fazit ist, Sexualität und Fortpflanzung sind eine Variante, eine Möglichkeit, aber eine vergleichsweise seltene, unbequeme, umständliche im Vergleich zu dem, was alles sonst noch möglich ist. So, ich mache einen Punkt, damit ihr Zeit genug habt, Atem zu schöpfen, Kopf zu schütteln oder was auch immer. Oder Hand zu heben, wie der Wolfgang. Eine Frage? Jo. Da war am Anfang der Begriff der Polaritäten aufgetaucht. Ja. Wenn die leuchtenden Wesen sich polarisieren, ja, Mann und Frau. Ist irgendetwas gesagt, warum das passiert? Ja. Oder nicht? Da ist was warum, gesagt. Warum, ja. Warum könnte das sein? Das, ja, ist ja was ganz Entscheidendes. Ne? Das ist ganz entscheidend, ja. Also ich will mal einen Vergleich heranziehen. Nehmen wir mal an, wir meditieren. Und es gibt ja manchmal so Glückstreffer, wir haben eine schöne, gute Meditation, fühlen uns sozusagen richtig rund, in uns leicht und hell und still und zufrieden. Und irgendwas in unserem Geist sagt, so könnt's doch bleiben. Und auf einmal schießt ein Gedanke durch unseren Kopf, was wir morgen erledigen müssen, was wir gestern vermisst gemacht haben oder ob die Frau schon auf uns wartet, wie auch immer. Ja? Das heißt, in unserem Geist, auch wenn der still und ruhig und gesammelt ist, ist er nicht völlig rein, sondern wir sind ja nach wie vor ein Komplex von verschiedenen Wünschen und Trieben und Anliegen und manchmal steigen die auf. Und so ist es bei den Brahmas auch. Die Brahmas haben sich im Laufe der vorangegangenen Weltzyklen immer höher und immer höher und immer höher entfaltet, entwickelt. Aber sie sind eben nicht völlig rein, wie etwa der Buddha alle Triebe sozusagen durchschaut und beseitigt hat, sondern in ihrer Latenz, in ihrem Unbewussten sind noch verborgene auch sexuelle Wünsche. Die müssen gar nicht grob sein, das reicht schon,
ach, wäre es schön, wenn da noch einer wäre. Da wäre ich nicht so allein, so ungefähr. Ja? So, also dieser Rest von Bedürftigkeit an Welt, dieser Rest von Wunsch nach Bezug, nach außen, der ist noch da. Und wenn der eben nicht beseitigt wird, Klammer auf, der Buddha zeigt, wie auch das noch beseitigt werden kann und soll. Wenn das aber nicht beseitigt wird, dann fängt die Mühle an, wieder in die andere Richtung zu laufen. Was nur Anfang latent ist und ganz wenig und subtil, das wird immer gröber, immer gröber, immer gröber, weißt du, in diesem Wechselspiel von innen und außen, bis irgendwann das so weit wieder ist, wo Mottentotschlag herrscht. Das Ende des Weltalters. Also die Polarität erscheint nicht einfach, sondern sie entfaltet sich. So ist es. Sie entfaltet sich nach und nach. Das ist ja ein Ping-Pong-Spiel. Und morgen Nachmittag, werden wir genau dieser Frage nochmal nachgehen, was sozusagen die geistigen Impulse sind, dass Bindungen entstehen und aus diesen Bindungen halt dieses Ping-Pong-Spiel entsteht. Es ist ja immer Ping-Pong, mehr Interesse an der Welt lässt mehr Welt entstehen, je mehr Welt erzeugt wieder mehr Interesse dran und irgendwann befinden wir uns in der differenzierten und sehr komplizierten Situation, in der wir im Moment sind. Ja, also das ist ein langer Prozess. Ich habe das jetzt zusammengerafft in ein paar Minuten, sozusagen ein paar Strukturen. Aber man muss sich das vorstellen, wenn man in Zeiträumen denkt, dass das unglaublich lange Zeiträume sind, heißt es ja auch in dem Text nicht. Und sie bestanden lange Zeiten hindurch, sodass dieser Prozess nicht so schnell abläuft, dass man es merkt. Ja, sonst wäre es eher einfach. Aber das schleicht sich so ein, ja, dass man gar nicht merkt, dass man auf der schiefen Bahn ist, bis man irgendwann so weit auf der schiefen Bahn ist, dass dann kein Halten mehr ist. Der Michael. Ist der Prozess denn nur auf diese Welt bezogen oder bezieht er sich aufs ganze Universum? Sagen wir vereinfacht, das ist das Prinzip, das überall gilt. Ja? Generell. Ein existenzielles Prinzip, das durchgängig ist. Dieser eine Endpunkt mit den Menschen, die nur noch 10 Jahre leben und sozusagen gar keine Absicherung mehr haben durch Sinnregeln oder so etwas, ist irgendwie sichtbar, wann der kommt, wo wir heute da stehen, dass das schon bald sein könnte? Das ist eine Frage der Relation. Ja, also der Warte spricht ja, dass diese brahmischen Wesen am Anfang des Zyklus mindestens ein ganzes Weltzeitalter bestehen können. Fußnote und höher entwickelte Wesen noch länger. Das sind Zeitdimensionen, die jenseits unseres Begreifens sind. Und dann wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger. In den sogenannten goldenen Zeiten der Menschheit wird gesprochen von 80.000 Jahren. Und heute haben wir 100 Jahre, sagt der Buddha. Heute wird man 100 Jahre und da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Ja? Keine Angst, das ist nicht morgen. Aber in den kosmischen Dimensionen, in denen ein Buddha schaut und sieht, ist es relativ bald. Also die schiefe Ebene ist schon relativ schief. Deshalb sollte uns das Mahnung genug sein, will ich weiter in diese Richtung. Denn wir sind die ganze Zeit genau in dieser Richtung mitmarschiert. Sonst wären wir nicht hier. Und wir haben die Chance, und deshalb lehren Buddhas zu sagen, macht ihr euer Ding, ich nicht mehr. Ja, das wäre nämlich die Konsequenz. Und das ist überhaupt jede Art von Spiritualität. Spiritualität versucht innerlich, diesen Weg zurückzugehen, der sich äußerlich die ganze Zeit und auch innerlich abgespielt hat. Und 10 Jahre von 100 Jahren ist nicht mehr wirklich viel. Und guckt euch die Ereignisse an. Also ich will jetzt nicht irgendwie schwarz malen oder so. Gar nicht. Wir leben vergleichsweise noch privilegiert. Uns geht's vergleichsweise noch gut. Aber die Nachrichten, die wir hören an allen Ecken dieser Welt, die verkünden nicht und hier wieder ein toller Erfolg, dort wieder ein toller Erfolg, da wieder was Tolles passiert, sondern da eine Katastrophe, dort eine Katastrophe. Und wie man den Eindruck hat, werden die mehr und nicht weniger.
Das soll nicht heißen, dass das ein kontinuierlicher Abwärtsprozess ist, sozusagen graduell. Das kann holpern, das kann auch mal wieder zeitweise nach oben schwappen. Ja? Aber im Kern läuft das in diese Richtung. Aber, und das sollte ich ergänzen, wenn die Menschen da 10 Jahre alt nur sind, das ist ja ein Bild, ja, dass die dann anfangen auch zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir schlagen uns hier nur noch tot. Was können wir denn tun, aus dieser Hölle rauszukommen? Und dann kommen sie wieder auf die Idee, lasst uns doch wenigstens die Silas einhalten. Ja? Lasst uns doch wenigstens darauf verzichten, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Dass wir uns wechselseitig bestehlen, dass wir unsere Frauen und Männer vergewaltigen. Lasst uns wenigstens dieses Minimum an Ethik wieder einführen. Und wenn die Wesen dann merken, ja Mensch, das hilft, das Schlimmste wird vermieden dadurch, dann kommen andere auch wieder auf die Idee und sagen, ja, wie wäre es denn, diesen ganzen Prozess der Negativität wieder zurückzugehen? Wie wäre es denn, wieder ein brahmisches Wesen zu sein, das mit all diesem Getümmel, all dieser Vielfalt, all diesem Murks nichts mehr zu tun hat, sondern rein aus innerer Fülle, aus innerer Freude, aus Reinheit und Helligkeit lebt. Und das passiert, weil es eine innere Gesetzmäßigkeit der Existenz ist, dass diese Pendelschläge stattfinden. Nur ein Satz zur Ergänzung. Und da kommt der Buddha hinzu und sagt, Leute, passt auf, Brahma zu werden reicht nicht aus, weil dann habt ihr einen langen Urlaub, aber der Urlaub ist irgendwann vorbei und dann fängt die Abwärtsspirale wieder an und so anfanglos. Also überlegt euch, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, auch hier noch herauszukommen. Und das wäre dann die Kernlehre des Buddha überhaupt. Also nicht wieder in brahmische Reinheit zurückzukehren, sondern Freiheit zu haben. Endgültige Freiheit, sich von dieser Polarität und von diesem Wechsel der Pendelschläge ein für alle Mal zu befreien. Eine Wortmeldung habe ich übersehen, deinen habe ich, Wolfgang. Ach, Sven war es, ja. Warum ich da jetzt drankomme? Okay, wir haben jetzt diese Devolution, wie du es nennst, also so den Abstieg bis ins Messerstichzeitalter, ne, diese 10-jährigen Menschen etc. und diesen Wendebeweg, Bewegung in die andere Richtung wieder. Und das versuche ich jetzt mal zusammenzubringen mit Nakunamata, Nakunamiti und Ubu, die wir schon hatten, ne, die du uns vorgestellt hast als keuschlebende Nachfolger des Erhabenen. Und da sieht man ja, die Leute versuchen, da auszusteigen. Das heißt, die müssen nicht automatisch diese Pendelbewegung mitmachen, sondern ich habe jetzt extra nur ein bisschen geblättert und so geguckt, wo die gestanden haben. Und da war klar, Uko zum Beispiel hat die 5-jährigen Fesseln komplett aufgelöst. So heißt, er hat die Jhana beherrscht, war klar, nachdem er den Körper abgelegt hatte, ist er dann aufgestiegen in der Götterwelt. So heißt, ne, der musste nicht diesen riesen Umweg machen, sondern ist ratzfatz, ne, auf höheren Ebenen, wie du uns ja eben vorgestellt hast, gelandet. Und aus der Perspektive, also ich bin dankbar dafür, dass du uns jetzt nochmal diese ganz große Perspektive gegeben hast. Einfach mal dann, wenn man ist immer so eng in seiner eigenen Perspektive. Und ja, so aus den Rückmeldungen, die ich hier gehört habe, habe ich auch Erstaunen gehört, ja, dass Sexualität so zunächst mal abgewertet wird. Aber da finde ich nochmal wichtig zu betonen, dass halt, ne, so Leute, die du uns jetzt vorgestellt hast, dass es karmisch Lebende waren, die also schon ein inneres hohes Wohl gefühlt haben. Das waren Mystiker, die waren Strom eingetrieben plus dann noch Jhana erfahren. Also die waren körperlich noch Mensch zu nennen natürlich, aber die waren schon so weit geläutert, in der nächsten Runde, der Karma-Resultat ist klar, dass sie das nicht wieder werden würden. Und das nimmt uns, denke ich, aber auch den Leistungsdruck so ein bisschen, dass klar ist, der Buddha verlangt nicht von uns, dass wir dieses jetzt umsetzen müssen. Nur du stellst uns das vor, damit wir es kennen. Dann haben wir das gehört, haben ein Fernziel, haben so ein großes Weltbild, in dem wir uns einordnen können und dann ausrichten. Vielen Dank. Da war eine ganze Menge, das waren 2 Minuten oder was, ja, da war eine ganze Menge von denkwürdigen, wichtigen Tatsachen genannt. Einmal, wir müssen uns frei machen von unserer kleinen Denkweise, die wir uns angewöhnt haben. Existenz ist ganz anders und viel mehr, als wir in unseren kleinen Köpfen haben. Deshalb hier auch die große Perspektive.
Das Zweite, der Buddha verlangt null von uns. Er sagt nicht, ihr müsst oder ihr sollt nicht, sondern der Buddha zeigt Zusammenhänge. Wenn, dann, wenn das ist, kommt das raus. Also entscheidet, was ihr wollt. Er sagt doch nicht, ich verbiete euch, sozusagen ins Messerstichalter hineinzurennen. Er sagt, das ist die Entwicklung. So, wollt ihr in diese Entwicklung weitergehen? Ihr seid eingeladen. Wollt ihr es nicht? Ihr seid eingeladen, meine Lehre zu hören. Ich zeige euch, wie es dabei rausgeht. Und was die Abwertung von Sexualität angeht, ich hoffe, dass ich nie in diese Richtung gesprochen habe, etwas abzuwerten, was ich versucht habe zu machen, darzustellen, was Sexualität wirklich ist. Etwas, was nicht zum Heil taugt. Es reicht nicht aus. Es sind kleine Freudentröpfchen, die man mal hier und da hat, aber unterm Strich in der Summe ist es Kleingeld, ja, sozusagen Glückskleingeld, nicht mehr. Und was Sven am Ende gesagt hat, ist ja gerade die Alternative. Für dieses Kleingeld kriegen wir mit der Buddha-Lehre sozusagen eine Scheckkarte in der Hand, Open End, ohne Begrenzung nach oben. Und da entscheidet man sich, ja, gebe ich mich mit 5-Cent-Stücken zufrieden, in Ordnung, hat keiner was dagegen. Oder will ich wirklich Freiheit? Und die große Zwischenstufe zur Freiheit ist eben das, was Sven die brahmische Existenzweise genannt hat, die am Anfang dieses Weltzeitalters Normalität war, so wie heute sexuelle Begegnung Normalität war. Und diese Wesen lebten aus innerer Fülle. Sie waren bedürfnislos, weil sie alles hatten. Und wir sind Hungerleider heute. Wir haben nichts innerlich und brauchen deshalb tausend Dinge von da draußen, damit wir einigermaßen zurechtkommen. Und das Schlimme dabei ist, das merken wir deshalb nicht, weil wir noch relativ in einer privilegierten Situation sind. Wir merken gar nicht, wie viele Bedürfnisse wir uns angewöhnt haben, weil viele Bedürfnisse immer mal wieder befriedigt werden. Aber auch diese Zeiten gehen vorbei, sei denn wir haben das karmisch so gewirkt. Es werden Zeiten kommen, wo viele Bedürfnisse übrig bleiben, aber von da draußen nichts mehr kommt. Und dann merken wir erst, wie weit wir uns entfernt haben von diesem brahmischen Zustand. Die Jutta. Ja, was bisher noch nicht so oft erwähnt wurde, aber für mich im Leben eine ganz wichtige Rolle spielt, ist Liebe im Zusammenhang mit Sexualität. Und ich denke, also wenn man die Form stärker praktiziert, dass man, also ich spreche von mir, auch besser aussteigen kann aus diesem negativen Weg und die Freiheit auch so stärker als Erfüllung empfinden kann. Also ich kann nur von mir sprechen. Nein, das ist sogar wunderbar, weil es eine schöne Brücke ist zu dem, was wir eben besprochen haben. Denn was ist denn die Hauptherzensqualität eines Brahma? Metta. Liebe. Ja? Das ist eine der Herzensqualitäten von diesem brahmischen Wesen. Sie strahlen Liebe aus. Also nicht sexuelles Verlangen, sondern Liebe, Mitempfinden, Freude und Gleichmut. Und wer das hat, das ist die Brücke, Jutta, ja, wer das hat, braucht den Klitterkram da draußen nicht. Nicht? Wer also Liebe ausstrahlt, was will der mit diesem Schrott, der uns da an materiellen Dingen umgibt? Und wenn man das innere Wohl hat, nicht, dann kann man auf das Äußere verzichten. Aber wenn man das innere Wohl nicht hat und kriegt dann auch gesagt, so nichts mehr Gutes zu essen, keine schönen Kleider mehr und Frauen und Männer schon gar nicht mehr. Ja, dann ist erschreckend, weil hier nichts ist und draußen ist auch nichts. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Und deshalb ist die Strategie des Buddha, das innere Wohl zu fördern, das innere Wohl immer mehr anzufüttern, bis es so stark ist, dass alles, was um uns herum ist, uns gar nicht mehr reizt. Es uns gar nichts mehr geben kann, weil wir etwas viel Besseres schon haben. Und auch das ist keine Sache, dass wir uns jetzt entschließen, okay, so machen wir es. Ja? Das heißt, man kann sich entschließen, es so zu machen, aber dann ist es morgen nicht so.
so wie dieser Niedergang, den ich jetzt in geraffter Form über lange Zeiträume sich hinweg erstreckt, so ist auch die Rückwärtsentwicklung keine Sache von 2 Tagen. Man kann vieles verkürzen, indem man etwas bewusst angeht, sozusagen zielgerichtet angeht, entsprechend sich auch müde und anstrengt, dann kann man in relativ schneller Zeit vorankommen. Aber heute zu beschließen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, sitzen wir alle als Brahmas da, das wäre etwas vermessen. Ja? Das dauert dann doch noch ein Jahr länger, so ungefähr. Ja gut, 3 Jahre. Also für mich ist es ja so, dass ich über viele, viele Jahre und immer wieder versuche, durch die von der Mitte her zu wissen, dass alles immer mehrere Seiten hat und immer wieder zu gucken da und da und zu verstehen, warum das da so ist und warum das so ist. Aber dann hat man immer das Gefühl, so bleibt es jetzt. Du bist also quasi immer in der Polarität und wirst dein ganzes Leben und immer nur in der Polarität sein. Für mich ist das also wirklich eine ganz neue Perspektive zu wissen, die kannst du auch noch aufnehmen. Mhm. Das ist natürlich ein Ding. Ne? Ja. Also ich meine, man kann auf diesen Weg der Polarität, indem man versucht, immer wieder nach der einen und der anderen immer wieder zu gucken, da ist das, und wissen, dass es immer 2 Seiten gibt, dass es nie eine Seite gibt. Mhm. Oder noch mehr. Kann man schon auch so ein Einfühlen und ein Verständnis und was nicht alles bekommen. Aber diese Sache nochmal zu überspringen, das ist natürlich was ganz anderes. Daran sehen wir, wie groß der Buddha als Pädagoge war. Ja? Wir haben schon ein paar Mal über die Sila jetzt gesprochen. Das Einhalten der Sila ist schon der Anfang, Polarität einzuschmelzen. Da ist immer noch Begegnung, aber die stärkste Polarität, die entsteht, wo Hass und Zorn ist, da ist das Größte an Differenz. Ja? Das wird schon gemindert dadurch, dass man wohlwollend miteinander umgeht. Ja, da rücken die Menschen schon mehr aneinander. Aber es muss ja nicht sein, zornig zu sein, oder? Nein, eben, es muss nicht sein. Sondern Zorn ist, da wären wir wieder beim Messerstichzeitalter, ja. Da ist die Hauptemotion der Wesen des Zorn. Aggression, Wut, Feindseligkeit. Natürlich muss das nicht sein. Deshalb sagt der Wachtier, ja, lasst es sein, es geht ohne. Haltet die Silas ein, da habt ihr den ganzen Haufen von Negativität schon mal draußen gelassen. Und Sila heißt ja nicht nur äußerliche Formen zu beachten oder äußerliche Regeln einzuhalten, sondern das, was Jutta angedeutet hat, Sila verbinden mit einem wohlwollenden Empfinden, mit einer inneren Haltung, die das trägt. Da ist doch schon wieder ein Stück von Polarität sozusagen weg, weil sich die Wesen innerlich annähern. Keine Feinde, sondern sind sich wohlwollend. Und irgendwann, das wäre die Perspektive, lässt sich auch diese Form von Polarität ganz aufheben. Metta ist ja etwas oder ein Ausdruck für Ich-Du-Gleichheit. Jeder ist sich selbst der Nächste, sagt man. Und da ist viel dran. Ich will, dass es euch gut geht. Ja? Aber wenn es eng wird, guckt mir doch erst, ja, hier muss es gut sein. Da ist der Nächste doch immer der Zweite. Ja? Und Metta wirklich tief empfunden und erlebt, heißt, ich mache keinen Unterschied mehr zwischen meinem Wohlwunsch und euren Wohlwünschen. Die sind gleichberechtigt und jede Handlung im Idealfall, die ich vollziehe, ist so ausgerichtet, dass sie euren Interessen genauso entspricht wie meinen eigenen. Und das ist schon gigantisch viel. Ja? Ja, und das Brahmische, da ist überhaupt gar kein, was das Sexuelle angeht, jetzt überhaupt gar kein Empfinden mehr. Da ist, wenn wir jetzt uns umgucken, ja, ihr könnt ja mal den Test machen in diesem Moment. Wenn ihr so die Reihe euch da betrachtet, seht ihr Mensch, 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 seht ihr leidendes Wesen, leidendes Wesen, leidendes Wesen, leidendes Wesen, oder seht ihr Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Mann, 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 Frau, Frau, Mann. Da könnt ihr euren inneren Status sehen.
Und wenn ihr dann sagt, Frau, ach, möchte ich eigentlich, darf aber nicht, weil es Seminar ist, ja, da seht ihr auch den eigenen Status. Und das ist so der Test, wie weit wir uns in die Nähe dieser Einheit schon bewegen, wie wir andere wahrnehmen. Nehmen wir sie wahr als Begehrensobjekte, ach, wäre das toll, wenn, oder ach, um Himmels Willen, komm ja nicht her, so ungefähr. Oder nehmen wir Wesen wahr, die glücklich sein wollen, wie wir auch, und die uns animieren, etwas Entsprechendes zu tun. Und da haben wir genug sozusagen als Übung auch, um in die Richtung uns mal zu bewegen, die ich am Anfang geschildert habe. Und da frage ich einfach mal in die Runde, ist dieses Bestreben oder die Möglichkeit, Polarität zu überwinden, eine buddhistische Spezialität? Frag das einfach mal so. Wie schätzt ihr das ein? Hat es der Buddha einfach, du nicht? Tut mir leid. Im Christentum ist ja die Geschichte von Adam und Eva am Anfang, ist ja auch die Vertreibung aus dem Paradies wegen des Sündenfalles, also ja, wegen der Verführung der ja, Eva. Und ich denke, da wird auch Polarität ja, geklärt. Ja, guckt euch an, was in der Bibel steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist die erste Polarität, oben und unten. Dann schuf er Licht, zweite Polarität, hell und dunkel. Also, ja, und dann kommen die Fische und dies und das und Menschen und Adam und Eva. Und dann bringt der eine Bruder den anderen um, verstehst du? Da ist im Kern dieselbe Richtung erzählt. Am Anfang war alles Freude, Paradies. Und dann hieß es so, Junge, raus, Mädel, raus. Ihr habt euch selbst vor die Tür geschickt und jetzt arbeiten wir und genießen wir im Schweiße unseres Angesichts. Das ist im Kern dieselbe Story, die da erzählt wird. Und jetzt mal rückwärts gefragt, wie sieht der Rückweg aus? Nur buddhistisch oder? Also wenn ich jetzt mal vom Höchsten aus sehe, gibt es eigentlich nur Buddhismus. Weil soweit ich habe jetzt auch so ein bisschen in der Mystik gelesen und auch im Hinduismus. Und da bleibt doch immer noch gegenüber. Also es ist irgendwie hoch mehr kommt. Also erstens mal in der christlichen Mystik ist es so, dass man Gott eigentlich nie erfahren kann. Und man muss sich dann immer an zweite Stelle stellen. Im Hinduismus ist es ein bisschen anders, aber dieses völlige Auflösen von Dualität, von Erleben, was ja heißt gegenüber haben Polarität, das kann ich eigentlich nur mit dem Buddha sagen. Ja, ja. Also ich persönlich stehe den Rosenkreuzern nahe. Das ist ja auch eine christliche Gruppe, aber eine gnostische Gruppe, die im Grunde auch in diesen ganzen Zusammenhängen glaubt, von Reinkarnation, Karma und so weiter. Und von einem Fall ausgeht, aus der göttlichen Einheit und im Grunde davon ausgeht, dass wir uns nach und nach aus diesem Fall zurückentwickeln in die göttliche Einheit. Also das ist dieser Gedanke im Grunde auch. Mhm. So, jetzt kommt Sven mit seinem Stichwort, das er vorhin ja schon mal genannt hat. Er hat ja Mystik schon mal hier ins Spiel gebracht. Bitte. Ach so. Ja. Jetzt musst du ran, doch. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Mir fällt jetzt auf jeden Fall Polarität, würde mir der Ramana mal richtig einfallen und hat weiter Vedanta als Lehrer, die Lehre der Nichtzweiheit. Wobei es da natürlich noch den Selbstbegriff gibt. Wobei ich aber die Vermutung habe, dass jemand die Ramadamarishi einfach eine Konvention, ne, einfach auf die Sprache äußern muss, die Erfahrung, die er hatte, und das selbst nichts Unbezügliches ist. Und also da fänden wir es auch stark auch in der Tradition. Ja. Also wir brauchen das jetzt nicht historisch aufzuarbeiten, aber ich glaube, die Grundrichtung ist klar, dass in vielen Religionen gesagt wird, es geht zurück, ja, aber am Ende Unterschiede bestehen, wie weit geht es zurück? Und Unterschiede bestehen in der Frage, geht's denn auch raus? Nicht? Weil viele Religionen dann da Schluss machen, wo sie sagen, wenn diese göttliche Einheit wiederhergestellt ist, dann ist wieder die Ampel grün. Ja? Würde der Buddha sagen, wunderbar, aber was nutzt es denn, wenn ich wieder zurück bin und es besteht die Gefahr beziehungsweise die Sicherheit, dass ich irgendwann diese göttliche Einheit wieder verliere. Das heißt, es wäre eine schöne Zeit, aber nicht das Problem gelöst. Nicht? Und deshalb spricht der Buddha als Einziger. Und da
würde ich mich unterstützen als einziger von einem letzten Schritt auch jenseits der Einheit noch. Ja. Das ist auch viel eine Frage, wie kann man etwas ausdrücken. Ja. Nur letztes Stichwort, wenn man etwa die christliche Mystik anguckt, Meister Eckhart und, die sind zum Teil ja, so nah an den Dingen, die der Buddha über die letzten Sachen gesagt hat, dass man gar nicht so genau weiß, ist er nur raus oder nicht. Ja. Müssen wir auch gar nicht beurteilen, nur dass wir das Grundprinzip sehen. Nicht der Buddha allein sagt, und ich weiß, wie es zu diesem brahmischen Zustand wieder zurückgeht, sondern es ist eine Menschheitserfahrung, ja, dass man diesen Weg innerlich wieder beschreiten kann. So, Karin und dann Jutta. Ja, also mir fällt da immer dazu ein, weil ich mich damit sehr intensiv beschäftige, wenn ich jetzt in Griechenland bin, das ist in der orthodoxen Kirche die Ikonen. Und ich finde da, es sind so bestimmte Darstellungen in den Ikonen gemalt, die eigentlich zeigen, was uns die Kirche ja nie näher gebracht hat, aber die in den Ikonen immer noch vorhanden sind. Und eine dieser Sachen ist zum Beispiel, dass immer in der Ikone das Göttliche dargestellt wird. Ne? Und dann wird immer darin gezeigt, alles, was als göttlich gesehen wird, ein Heiliger oder Gott oder Christus oder so, es zeigen immer alle Türen und alle Giebel und alle Berge, die zeigen dann in diese Gegend hin. Mhm. Ne? Also sie neigen sich sozusagen vor den Göttinnen und nach oben auch zu Gott. Ne? Also immer sieht man, wenn dann irgendwas dargestellt wird, Christus in der Mitte, man sieht die ganzen Türen richten und Fenster richten sich auf ihn zu. Die Giebel gehen nach oben und die Berge gehen nach oben. Da ein Zipfel von den Bergen, der zeigt auch noch zu ihm und so weiter. Und wo dann eigentlich auch da immer wieder gesagt, die Materie ist dem Göttlichen untertan. Das heißt im Grunde genommen, das, was du tust, zieht die Materie mit, also folgt die Materie. Der göttliche Kern, den du hast, wird immer dafür sorgen, dass die Richtung, in die du gehst, wird die Materie mitgehen. Und das finde ich auch eine sehr schöne Darstellung. Ja, wobei die Ostkirche natürlich eine sehr mystisch orientierte immer war. Ja, also da ist diese Art des inneren Gebetes oder der geistigen Disziplinierung und Übung noch sehr viel präsenter über die Jahrhunderte auch gewesen, als das, sagen wir, in der sehr verweltlichten Kirche, die wir bei uns im Westen eher haben. Ja. Und ein Stichwort vielleicht noch zur Materie. Ja. Von den Brahmas, über die ich vorhin sprach, sagte ich ja, sind Lichtwesen. Das Materiellste an ihnen ist Licht, ja? Helligkeit. Das ist schon eine Form von Materiellem, wenn man so will. Aber das Feinste überhaupt, ja, was ist denn an uns? Nicht das Gröbste vom Groben, sozusagen das Manifeste von grober Materialität. Da haben wir uns hin entwickelt. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, körperlich wieder sich in eine Richtung zu entwickeln, wo dieser Körper feiner und lichter wird. Und deshalb werden ja die Gottheiten, die Götter, immer mit Licht assoziiert. Sind Himmelswesen, sind Lichtwesen. Und Menschen, die sich schon innerlich in diese Richtung entwickelt haben, göttliche Qualität zu haben, nennen wir das so, die werden mit Heiligenschein dargestellt. Das heißt, Aura, genau. Das heißt, es dringt nach außen an Helligkeit, was sie im Inneren schon an Helligkeit entwickelt haben. Und das ist auch etwas, was in allen Kulturen mehr oder weniger da ist. Und wie kann man sich bei solchen Wesen dann noch Sexualität oder grobe Sexualität vorstellen? Es wird immer schwieriger, das in Zusammenhang zu bringen. Bitte. Ja, ich wollte noch ergänzen, dass der Buddha uns eigentlich durch die Meditation eine sehr gute Hilfe gegeben hat, um ein Stück weit von der Polarität auch wegzukommen, kurzfristig oder je nachdem, und sich selbst auch als Einheit mal zu erleben oder im Großen Ganzen, im Zusammenhang mit dem Großen Ganzen zu erleben. Sehr gut, Jutta. Denn in der Meditation kann man quasi als Mensch schon das erleben, was nachtodlich Brahmas sind. Ja, es gibt ja eine Meditationsmethode, die Brahma-Viharas genannt wird. Ja, also innere göttliche Verweilstätten wird gesagt, nämlich das Training,
in sich Metta, Liebe, nicht? Karuna, Erbarmen, Mudita, Freude und Gleichmut zu entwickeln. Und wer die hat, nicht nur 2% irgendwo versteckt, sondern wer diese Qualitäten wirklich in sich entfaltet und wenigstens zeitweise in der Meditation auf einen bestimmten Stand bringt, ist in diesem Moment brahmisch, nicht mehr menschlich. So, und wenn es gelänge, diesen Zustand so in uns zu stabilisieren, dass der zu unserem Wesenszug würde, also nicht nach 5 Minuten wieder beendet ist, dann würde schlicht und einfach etwas passieren. Wenn wir unseren Leib ablegen, diesen sterblichen, groben Leib, würden wir als Brahmas wieder erscheinen. Ja, weil wir innerlich längst Brahmas geworden sind, das heißt innerlich diesen Rückweg gegangen sind, den ich vorhin in umgekehrter Reihenfolge geschildert habe und deshalb äußerlich nach dem Tod das auch entsprechend erleben. Ist noch etwas übrig geblieben von heute Morgen, vielleicht auch aus der Übung, also aus den Fragen, die ich gestellt habe. Wenn da noch irgendwas zu besprechen wäre, könnten wir das jetzt machen. Wenn zum Thema Einheit und Brahma nichts mehr zu sagen ist. Ja. Zu den Herausforderungen auf der Handlungsebene, diese unbedingte Treue, die es ja auch schon zu Buddhas Zeit nicht gab, wenn du davon sprichst, dass jemand mehrere Frauen hatte. Ich finde das also, es besser trifft einen Satz, den ich mir zu eigen gemacht habe von Antoine de Saint-Exupéry, der gesagt hat, man ist zeitlebens verantwortlich für das, was man sich vertraut gemacht hat. Mhm. Und ich finde, das trifft es besser als dieser überholte Treuebegriff. Oder verstehe ich damit falsch? Nenn das, wie du es willst. Ja, ich habe ja gesagt, Treue ist ein altmodisches Wort vielleicht, ist aber etwas, was nicht an Monogamie gebunden ist. Also wenn der Hugo, über den wir sprachen, er sich leisten konnte, 4 Frauen zu heiraten und die 4 Frauen das auch wollten, war für die damalige Zeit klar, der Mann hat 4 Frauen. Und dann ist Treue gegeben, wenn er bei seinen Frauen treu ist. Und da hat er genau das gemacht, was du gesagt hast. Er hat sich ihnen vertraut gemacht oder hat sie sich vertraut gemacht und hat damit eine Verantwortung. Wie wir das in Worte fassen, ist immer sekundär, weil das wandelt sich und da kann man sich auch leicht missverstehen. Wichtig ist, dass man den Gedanken, der dahinter steht, erkennt. Also wenn man 4 Frauen heiratet, dann ist Treue, wenn man bei diesen 4 bleibt. Und wenn man in Europa ins Gesetzbuch guckt und da steht drin, du darfst nur 1 Frau heiraten, sieht die Situation anders aus. Aber das ist dann eine gesellschaftliche Bedingung, aber hat nichts mit meinem inneren sozusagen Zustand und mit meiner Verantwortung zu tun. Hm? Also mehr eine Frage der Haltung und weniger von äußeren Erscheinungsformen oder gesetzlichen Regelungen oder gesellschaftlichen Gepflogenheiten, die sich ja immer ändern. Ja, vielleicht auch noch zu der sprachlichen Ebene, diskriminierende Redeweisen. Das hat mich verunsichert, weil du hast sicherlich festgestellt, dass wir hier in der Runde, wenn wir draußen saßen, auch schon mal einen lockeren Witz gemacht haben über dieses Thema. Ist das schädlich oder? Also das hat 2 Ebenen. Es ist einmal schädlich, wenn hier im Raum Menschen sitzen, die meditieren, weil das sozusagen auf der Tagesordnung steht und draußen Krach gemacht werden. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, welchen Maßstab man anlegt. Ich gebe zu, meine Sprache ist auch manchmal sehr flapsig und so, dass ich nachher sage, ach,
Wärst du da ein bisschen moderater gewesen, wäre es auch gut gewesen oder besser gewesen. Das ist sozusagen mein Übungsfeld, das ich an mir sehe. Ja? Also die Maßstäbe sind da nicht fest, sondern Entwicklungsrichtungen. Und meine Idee ist immer zu sagen, ja, wie hat sich denn mein großes Vorbild, wie hat sich der Buddha verhalten? Der hat gelächelt, ja, aber hat nie ho, 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 so ungefähr so schenkelklopfend Witze oder sowas erzählt. Jetzt ist es nicht unbedingt das Dramatische. Ich habe auch gelacht über diesen Witz mit den beiden Pfarrern, muss ich zugeben. Das ist mein Stand jetzt, aber der Stand von jetzt. Und irgendwann würde ich sagen, auch das kann man irgendwann mal lassen. So wie man über Frauen spricht und Frauenwitze macht, die kann man irgendwann auch lassen. Da ist man wieder einen Schritt weiter. Da gucke ich erstmal, dass ich davon frei bin. Und dann kommen die nächsten Dinge auf, die dann das Gröbste sind. Um es wieder platt zu sagen, das Gröbste wäre jetzt im Moment, wenn ich meine Frau schlage. Das lasse ich sein. So, und das nächstgröbere wäre dann auf der Sprache zu gucken. Wo kann man aussortieren, wo kann man sich ein bisschen zurücknehmen, ja, wo kann man in die Richtung gehen, über die wir gesprochen haben. Das sind eben Entwicklungsprozesse. Die langsam verlaufen, da wird man auch mal wieder rückfällig, aber es geht in eine Richtung, wo man immer mehr die Dinge glättet, ja, immer mehr auch diese Reinheit, von der ich sprach, in sich wieder gewinnt und entdeckt vor allen Dingen auch. Da fällt mir jetzt noch etwas ein zu diesem Blatt, nämlich die letzte Frage war, wo sieht man sich heute und was ist der nächste Schritt und was ist eher so ein Fernziehen? Wie ich mich heute sehe, dann sehe ich, dass ich mich viel mehr als früher mit Dana, mit Geben befasse und das auch tue und viel mehr versuche als früher die Seele zu leben. Aber der nächste Schritt ist, denke ich, im Moment nichts anderes. Es ist einfach, das mehr zu machen und das auf anderen Dingen noch anzuwenden. Vielleicht auf feineren, wie du eben gesagt hast, aber vielleicht auch auf weiteren. Nicht nur so, sondern auf vielen Kanälen sozusagen. Mhm. Das ist doch eine valide Interpretation von nächster Schritt. Es muss nicht immer etwas ganz Neues sein. Der nächste Schritt ist der nächste Schritt. Ja, aber das muss nicht was Neues sein. Nee, es ist sozusagen die Vertiefung, auch die Übung, sicherer zu werden. Ja. Ja, wenn man einmal was richtig gemacht hat, heißt das ja noch nicht, dass man das immer parat hat. Sonst kann sein, dass man übermorgen denselben Fehler wieder macht. Und da wäre der nächste Schritt bei dem Guten, dass man sich angewöhnt, erstmal zu bleiben, es stabiler zu machen und dann, wie du sagst, nicht? Ja, um dann zusammen auszuweiten. Wo kann ich den nächsten sozusagen Schritt nach vorne gehen? Also Verhalten auszudehnen, ins Subtilere, ins Feinere hinein oder auch einfach räumlich, zeitlich umfassender zu gestalten. Ja? Meine Devise ist, keine Überforderung und keine Unterforderung, weil beides schief geht. Wenn man zu schnell, zu viel von sich will und verlangt, fällt man auf die Nase. Aber wenn man umgekehrt immer nur sagt, ah ja gut, irgendwann mache ich das auch mal, wenn ich in Rente bin, meditiere ich auch und dann habe ich auch Zeit, mich mit all den Dingen zu beschäftigen, ja, dann läuft das auch nicht. Also zwischen diesen Extremen, zu lasch und zu straff, muss man auch gucken, wie ist es so, dass ich auf der richtigen Spur bin. Aber die entscheidende Frage, da will ich nochmal nachhaken zu dem nächsten Schritt. Es ist klar, dass ein Unterschied besteht zwischen dem, was man als nächstes praktisch tun und üben kann, und dem, was einem der Verstand sozusagen als Fernziel vorgibt. Und da ist schon ein großer Unterschied, ob du sagst, ich werde die Silas einhalten, aber ansonsten ja, nehmen, was kommt. Ja? Oder ob du sagst, ich werde die Silas einhalten, behalte aber im Hinterkopf, dass das etwas ist, wo ich noch drüber hinausgehen will, wenn es ansteht. Ja, also die Frage ist, akzeptiert dein Geist wenigstens vom Verstehen her, dass Karma eine Beschränkung ist, oder wehrt sich der Geist, dass Karma eine Beschränkung ist und sagt, wenn du es nur richtig machst, wenn du dir Grenzen setzt, wenn du die Silas einhältst, dann ist alles okay, ist alles im grünen Bereich. Da sollte man sich prüfen, ja, ob man da eine innere Blockade aufbaut.
wenn man sagt, ich will in diesem Sinnesbereich einfach bleiben, ich will auch auf Dauer, auf immer, nicht, meine sexuellen Freuden haben, da lasse ich nicht mit mir handeln. Das ist ein Unterschied, ob man sagt, ja, es wird noch eine ganze lange Zeit dauern wahrscheinlich, aber wenigstens mein Verstand sagt, Heil ist da nicht zu finden. Da sollte man sich prüfen. Ja. Muss ich jetzt nicht beantworten, nur sozusagen als Merkposten habe ich eine innere Blockade, das, was der Buddha da erklärt, zu akzeptieren, auch wenn ich noch lange nicht so weit bin, ja, wehre ich das ab? Oder kann ich das akzeptieren mit dem Vorbehalt, praktizieren kann ich das noch nicht? Was würdest du gegen so eine Blockade empfehlen? Ich würde empfehlen, die Dinge immer wieder zu betrachten. Zu betrachten nach zwei Dingen, wir sind bei Sexualität, zu betrachten, A, was ist das Angenehme, was ist das Erfüllende, was ist das Schöne, was ist das Verlockende dabei und was ist das Hindernis dabei, wo sind die Grenzen, wo falle ich immer wieder auf die Nase, wo reicht es nicht aus. Also hingucken, wie die Dinge sind, nicht was übernehmen, ja, der Buddha hat gesagt das, also muss ich das übernehmen, das gar nicht, sondern der Buddha hat immer nur gesagt, richtet euren Blick darauf, seht das Angenehme beim Angenehmen, aber seht auch das Nachteilige daran und dann entscheidet unterm Strich. Und wenn man dann noch irgendwo am Horizont etwas Besseres sieht, also das große Geld, die Geldscheine statt der kleinen Münzen, dann fällt es vielleicht noch einfacher, in diese Richtung sich zu entwickeln, das, was einem jetzt im Moment noch wichtig ist, doch irgendwann als sekundär zu sehen. Oder umgekehrt, man kann sich auch die Vorbilder angucken, man kann sich einfühlen, wie wäre es denn, nochmal Svens Vorschlag von gestern, wie wäre es denn, sich so klar zu machen, was an Lasten abfällt, ja, wenn man bestimmte Dinge nicht mehr hätte. Was wäre es denn, wieder in diesen brahmischen Zustand der Reinheit, der Unabhängigkeit, der Freiheit zu kommen? Also sich ziehen lassen von dem besseren Vorbild oder sich abstoßen zu lassen von den unangenehmen Seiten, die das Leben mit sich bringt. Ja, ich finde auch ganz hilfreich, den Satz darf man nicht falsch verstehen. Wenn man jetzt die Lehrerin des Buddha hat, dann ist das sowas wie eine Tütensuppe. Die muss man sich aber fruchtbar machen. Eine Tütensuppe, so kann man nicht löffeln. Da wird man blutsmäßig nicht nahrhaft. Man muss gucken, wie wird das Ding flüssig? Wie integriert man das ins eigene Leben? Wie ist sowas lebendig? Wenn du jetzt sagst, du sprichst von der Staffel Asada und Adinava, also was ist das Schöne an den Dingen, was ist das Erschreckende, wo hat man mit Leid zu bezahlen? Dann sind das erstmal Worte. Die stehen überall im Kanon und sind auch absolut richtig, aber leider auch absolut trocken. Und dass man einfach da Bilder sich in sein Leben holt. Zum Beispiel für mich war immer ein gutes Bild, um Treue noch stärker in mir zu bewirken. Soll heißen, da war ein sexueller Impuls nach draußen, in Gedanke. Die Frau ist aber süß, ist aber nicht meine eigene jetzt gerade, das Beispiel. Und dann habe ich das in der Waagschale. Und dann gucke ich mir die andere Waagschale an. Okay, da ist jetzt meine Frau. Wie enttäuscht ist sie denn? Verdammt enttäuscht. Wie fühlt sich das an für die? Verdammt schlecht. Sollte es deswegen jetzt zu einer Trennung kommen, aus diesem Grund, wie würden sich diese vier Kinder anfühlen? Ja? Ich würde eventuell ausziehen müssen, der Riesenkrach, zerrüttete Familie, gut für so eine doofe, ähnliche Nummer. Ja, als Beispiel. Soll heißen, also den Impuls aufkam, habe ich mir einfach die Waagschale angeguckt. Und das ist einfach. Für mich ist das ein starkes Bild. Es gibt andere Leute, die haben andere starke Bilder. Aber das finde ich immer hilfreich. Ein starkes Bild, was einen dann auch mal einen Monat, zum Teil Jahre begleitet. Womit man dann so einen Impuls sofort wegkriegt. Weil man weiß, was da alles dranhängt. Weil man weiß, ganz kurze Freude und für so viele Leute so schlimmes Leid. Und auch gut finde ich den Weg, wenn man es über die eigenen Gefühle geht. So ist der Bruder ja auch zum Teil didaktisch vorgegangen. Ne, dass er gesagt hat, wie fühlt sich für euch an, wenn ihr bedrängt werdet, ja? Wenn euch jemand was klaut, schlechtes Gefühl. Und jetzt stellt euch vor, wie wäre das bei einem anderen, ja? Dass man zuerst bei sich selber anfängt. Wie ist es für mich, wenn meine Frau mich hintergeht? Was sind das für Gefühle? Ist der Enttäuschung, ist der Wut, ist der Verzweiflung? Und wirklich in diese Gefühle reingehen.
Und jetzt vorstellen, wenn du gerade bei mir in Tulz ist, dass genau das bei meiner Frau, genau das, tapfer am Asyl, du es angesprochen hast, einfach ein fühlendes Wesen, das genau das will, was ich auch will, einfach glücklich zu sein. Das ist der Umgang um die Festung, ja? Der nach draußen guckt, was sind denn die ferneren Folgen, die über das hinausgehen, was sie momentan so verlockend erscheinen. Okay, vielen Dank.